Im Bereich der Georisiken, einschließlich des Klimawandels, ist ein interdisziplinäres Vorangehen naheliegend, weil die inhaltliche Dimension dieser Fragestellung so groß ist. Das heißt, es sind ganz unterschiedliche Bereiche tangiert, von den eigentlichen geowissenschaftlichen Fragen hin zu Fragen der Geoinformationssysteme, aber eben auch Fragen zur Gesellschaft und zur Wirtschaft. Insofern ist das interdisziplinäre Herangehen dem Problem schlicht angemessen. Und alleine in einer Disziplin wäre es kaum lösbar. Vor allem wäre die Gefahr sehr groß, dass man auf sehr eindimensionale Erklärungsmuster kommen würde, die vermutlich nicht wirklich dazu helfen könnten, das Problem in den Griff zu bekommen.